Hallihalli, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Frohes neues Jahr, falls ihr noch keine Videos von mir gesehen habt. Ich habe schon einiges hochgeladen, wie mein Monatsabschluss im neuen Jahr jetzt für Dezember. Ich habe schon das Cash Stuffing, das ganze Geld verteilt und so weiter. Aber falls ihr immer nur da seid, um den 50.000-Euro-Plan mitzuverfolgen, dann wünsche ich euch, wie gesagt, ja, an dieser Stelle ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start. Und upsala, und für mich gibt es einen guten Start, weil es ziehen so viele Challenges ein. Ich fange direkt einfach mal an, weil sonst wird das Video ewig lang. So, ich weiß nicht, wer meine Zuschauerpost sich angeschaut hat, aber es zieht folgende Challenge ein. Und zwar die hier. Das hat mir eine liebe Zuschauerin geschickt. Und total süß. Also erstens kann ich das Geld dann immer hier reinmachen. Ich finde das so bezaubernd. Vor allem auch das Bild hier drin finde ich auch sehr schön. Und die Karten dazu, das wird so eine 50-Wochen-Challenge. Ups, das wird jetzt eigentlich hier nicht kaputt machen. Und was ich hier so schön daran finde, ist, das sind einfach normale Spielkarten, die bis 5, nee, bis 40, eine 40-Wochen-Challenge, die bis 40 einfach durchnummeriert sind. Das sind so wirklich zuckersüße Bildchen einfach dabei. Das gefällt mir so sehr. Werde ich jede Woche eine Karte ziehen und was da drauf steht, den Betrag spare ich. Wenn ihr sowas machen wollt, könnt ihr auch einfach immer nur die Quersumme sparen oder ein Komma dazwischen setzen. Wie zum Beispiel bei der 35 macht ihr 3,50 € draus. Also das ist euch komplett überlassen. Oder nur die Hälfte. So, das zieht ein. Dann zieht noch ein die 10-Euro-Challenge von der lieben Minimi. Es gilt immer noch der Code YT Lady, also YouTube Lady sozusagen, YT Lady. Da kriegt ihr 10% auf alle Challenges und Spiele von ihr. Das zieht noch ein. So, dann zieht noch ein. Ich hatte mir ja letztes Jahr so ganz viele digitale, so à la Disney. Also das ist natürlich kein Disney wegen Datenschutz, wegen nicht Datenschutz, wegen Urheberrecht und so weiter. Aber das waren halt, ihr wisst schon, was ich meine. Und da zieht bei mir jetzt Rotkäppchen ein. Ihr wisst, das ist eigentlich, ja, das ist Rotmäntelchen, sagen wir es mal so. Und die Liebe, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob ich ihren Namen sagen darf, die mir die Zuschauerpost geschickt hat, hat mir auch sowas geschickt. Und nämlich genau das Gleiche, nur mit Ariel. Also das habe ich natürlich auch, aber ich finde es total schön. Die hat das extra, glaube ich, als Foto ausgedruckt und dann, schaut mal, total liebevoll gemacht. So süß, das zieht auf jeden Fall auch mit ein. Ich hatte zwar schon mal Ariel, aber ganz ehrlich, ich liebe einfach Ariel. So, dann ziehen noch meine beiden Winter-Challenges ein. Einmal einfach zum Würfeln 100 € insgesamt und einmal wieder 100 € hier, mehrere Fünfen. Die gibt es in meinem Shop. Und was noch einzieht, ist hier, ich habe die endlich wiedergefunden, Januar. Das heißt, für jedes Feld, was ich spare, male ich aus und das sind immer 1 €, weil der Januar ja der erste Monat ist. Und last but not least, zieht das hier ein und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, hä, das spielst du doch schon in deinen in deinen Sparspiele-Videos und zwar hier. Ja, da hast du vollkommen recht. Ach, da sieht man mein Ring. Da hast du vollkommen recht. Allerdings, das hier ist das Spiel und hier werde ich nur die Challenge nutzen und zwar nur das da. Das ist nämlich das Schöne, deswegen biete ich das auch an bei mir im Shop. Das ist einmal als komplettes Set oder man bestellt nur die Clubkarte. Und das da hier, die kann man auch nochmal separat kaufen, weil dann mache ich das als Challenge. Ich ziehe immer eine Karte und schaue, was sich ergibt. Dafür brauche ich dann das Spiel nicht. Also ihr entscheidet dann selbst. Also, das sind einige Challenges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Challenges, die einziehen. Für das hier und für das da habe ich extra zwei laminierte Sinking Fund Tracker. Einfach die hier genommen, die ich noch da hatte. Da wollte ich jetzt nicht extra ausdrucken, die werde ich benutzen. So. Das war jetzt einiges, was jetzt einziehen wird. Ich mache das jetzt schon mal zur Seite. Ich habe hier auch schon einige Umschläge. So. Jetzt schauen wir mal, wo die einziehen. Also hier ist es schon ziemlich voll. Da würde ich, glaube ich, erstmal nichts, weil der hier ist noch leer. Dann machen wir doch hier rein. Dann machen wir doch hier ein paar rein. So, und jetzt setze ich mich auch mal hin. Wieso stehe ich denn überhaupt? Ist doch alles hier bei mir. So. Diese Dinger, die nehme ich weg, weil die machen immer hier so Abdrücke rein. Und zweitens nehmen die auch viel Platz weg.
So. Und ich habe schon gesehen, dass mir ein paar geschrieben haben, was war denn bei dir los bei deinem letzten Spielevideo? Da warst du ja total durcheinander. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann euch nur sagen, ich war nicht betrunken oder so. Das ist keine Ahnung, was da los war. Aber ich hatte Spaß. Ich habe zwar einige Fehlerchen gemacht, aber ich hatte Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. So, da haben wir hier erstmal. Ich mache mal noch eins rein. Mal gucken, wie viel da jetzt reinpasst. Wie gesagt, ich habe mir hier einiges vorgenommen. So, wir schauen jetzt mal. Diese Dinger. So. Nehmen wir. Gott sei Dank habe ich meinen Kleinen ins Bett gelegt. Also ich hoffe, der schläft. Aber sonst wird er mir diese kleinen Fitzelchen komplett wegessen. So, also im Januar muss auf jeden Fall rein, weil das kann ich nicht in einem anderen Monat machen. So, da gibt es eigentlich auch den Tracker dazu. Da muss ich nochmal schauen, wo der ist. So. Oder wisst ihr was? Ich weiß nicht, passt das hier überhaupt rein bei mir? Hier müsste reinpassen. Dadurch, dass ich das hier schon mal hatte, das ist mir nämlich erst beim Videodrehen gerade eingefallen, lassen wir das erstmal, weil ich glaube, das wird zu viel mit den Challenges. Ich mache erstmal nur Rotkäppchen. Dann habe ich auch verschiedene Beträge hier. Dann nehme ich noch. Komm, den nehmen wir noch hier rein. Und jetzt schauen wir. Theoretisch hätten wir noch Platz. Dann geht's weiter. Dann kommen hier die ganzen neuen jetzt rein. So, komm schon. Komm schon. So. Boah, Leute, es sind so viele neue. Ich freue mich so. Jetzt erstmal das da hier. Mein ganzer Stolz. Ich liebe das Spiel. So. Ach, Moment. Da kommt hier noch der Tracker dazu. Ach, der hat ja schon eins. Vergiss das. Was haben wir hier noch? Aber ich mache das hier rein. Und zwar für diese Challenge hier. Und dann tue ich immer die Karten rein, die ich schon genutzt habe. Das ist doch schon mal eine gute Idee. So, geht das hier noch zu? Ja, geht. Ich hier noch was reinmachen? Wobei, ne, wir lassen das hier, glaube ich. Was habe ich dann noch? Ja gut, das passt noch. Ah, da hatte ich hier was rausgenommen. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Und das hier. Ach, das braucht ja auch noch ein Umschlag. Weil hier habe ich eins, das war schon mal benutzt. Das nutze ich jetzt auch, wenn da ein paar Flecken sind. So, und fast geschafft. Wo ist denn mein Rotkäppchen? Hier. So, jetzt habe ich von allem was. So, jetzt denke ich, können wir endlich starten. Moment, ich habe was vergessen. Tida, das zieht ein natürlich, Leute. Dafür war das. Wo ist denn jetzt der nächste? Da war einer und wo ist mein anderer? Hier. Deswegen hatte ich das. Natürlich, Leute. Ich benutze tatsächlich meine B-Ware. Weil es war ein Glas, das habe ich erstmal schief geklebt, dann abgemacht, wieder dran abgemacht und dann ist es hier blöd geworden. Dann habe ich die ganze Zeit gedrückt und dann sieht man hier so ein bisschen. Und ich, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht nur, damit das total schön in der Kamera aussieht, jetzt neues Glas machen, mache ich nicht. Ganz ehrlich. Und das war auch mein allererster Versuch. Da habe ich das nämlich mit dünnem Papier benutzt, also versucht. Und als ich es aber verkauft habe, habe ich tatsächlich schon mal 60 Gramm Papier genutzt oder mal auf jeden Fall dicker als 80 Gramm. So. So. Aktuell verkaufe ich die hier nicht mehr. Es ist unheimlich viel Arbeit, Leute. Unheimlich viel Arbeit für den Preis, den ich da angepeilt habe. Das war wirklich zu wenig, muss man sagen. Ich verkaufe es für 13,50 €. Aber Leute, das Glas kostet mich einiges. Also ich meine, das ist aus Glas, ist jetzt kein Plastikding, was ich vom Euroshop holen kann. Dann die Etiketten habe ich hier extra gekauft. Dann das Papier kostet natürlich buntes Papier. Das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, alles auszuschneiden und dann zu knicken und dann immer nachzuzählen. Es ist so viel Arbeit. Ich habe zwar so noch, glaube ich, 10 Gläser oder so da, aber
Ich weiß nicht, schreibt mir gerne unten rein. Also wirklich, es ist extrem viel Arbeit und ich muss auch viel dafür kaufen. Und wenn ich für 13 Euro das verkaufe oder für 13,50 Euro, zieht mir Etsy 10,5% auch nochmal ab von allem. Das ist immer so ein bisschen, es ist viel. Und dann noch die Steuer, also keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Ich wollte es nur mit euch mal geteilt haben, aber die, die es ergattert haben, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt angefangen. So, wir fangen an. Wir fangen einfach an. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wisst ihr, was ich vergessen habe? Hier, ich habe ja hier schon gespielt mit euch. Und hier müsste ich jetzt eigentlich, das habe ich vergessen aufzuschreiben, wo habe ich denn... Leute, ihr wisst ganz schön viele Challenges, die ich hier noch rumliegen habe, die ich euch noch vorstellen möchte, aber alles mit seiner Zeit. Wir machen mal, wollen wir so rosa-lila passend dazu oder nur lila vielleicht? Vielleicht habe ich hier ein paar Sticker. Also wenn ihr keine Lust habt, gerade zu schauen, könnt ihr ja ein bisschen vormachen. Ich glaube, ich mache so rosa-lila und dann gucke ich, was dazu passt. Soll ich hier Platz lassen? Oh, nein, habt ihr das gesehen? Nein. No. Mein Herz blutet. Wirklich, mein Herz blutet. Ach, naja. Dadurch, dass ich hier schon Januar geschrieben habe, schreibe ich hier kein Januar. Hier mache ich jetzt noch 50.000 Euro Plan. Und wir fangen dann direkt an. Ich habe ein neues Lineal gekauft. So viel A's und U's und keine Ahnung, wo das jetzt gerade ist. Ich glaube, ich habe es vor meinem kleinen Versteck. So, nehmen wir auch rosa. Ich sag euch gleich. Also ich muss sagen, die Seite gefällt mir besonders gut. Da nehmen wir irgendwas von. Ich glaube, ich nehme das da. Ich weiß nicht, ob es passt, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Bisschen Blumen. Es passt null zum Winter, aber das ist mir sowas von egal. Und das wisst ihr auch. Ich nehme mal die Sticker, die mir gefallen und wenn ich Lust habe auf Blumen oder Vögel oder Schmetterlinge oder Bienen, dann kommen die halt hin. Das sieht hier jetzt so leer aus. Passt das hier? Ein kleines einfach? Nee, das wird irgendwie zu viel, oder? Nee, wird mir zu viel. Wird mir zu viel erstmal. Leute, ich ertrag das nicht. Ich ertrag das einfach nicht. So, das ist zu viel. Ein bisschen wenigstens. Später mache ich es auf der anderen Seite, aber erstmal hier. Oh, schaut mal. Ja, perfekt. So kann ich wieder mitleben. So, ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so beeile und hetze. Deswegen mache ich immer so Fehler. Ich meine, wenn ihr keine Lust habt, das Video zu schauen, könnt ihr einfach vordrehen oder beziehungsweise, keine Ahnung. Warum hetze ich immer so, Leute? Warum nur? Und wir machen es in rosa. So, dann haben wir hier immer drei. Dann fangen wir doch mal hier an. Wird auch immer vier. Nein, komm, wir machen immer drei. Dann haben wir hier, ich mache jetzt nur eins, zwei, drei und vier. Ich glaube, lila wäre doch schöner gewesen. Oder? Ach, keine Ahnung. So, Lineal, wie gesagt. Keine Ahnung, wo es von dem Kleinen versteckt habe. Ich nutze gleich nur das da. Und wir starten direkt. Wo habe ich denn meine Lila? Ich muss sagen, meinem Stil bleibe ich treu. Ich mag das so, wie ich das mache mit der Auflistung. Könnt mir gerne, wenn ihr wollt, upsala, auf Instagram oder sonstiges, wenn ihr mit mir euer Design teilen wollt, euer Budgetbuch, könnt ihr mir gerne ein Foto schicken für Inspiration. Bin ich da immer wirklich sehr, sehr offen. Also wenn ihr da was, wenn ihr mir das zeigen wollt, könnt ihr mir das gerne zeigen. Ich könnte es mir auch gerne zeigen und ich poste es dann auf in meiner Story auf Instagram, wie ihr wollt. Aber ich wäre dankbar, wenn ihr mir so zeigen würdet, wie ihr das macht. Ich teile mit euch auch schließlich alles. So, wir fangen an mit Minimi-Spiel, nämlich der 52-Wochen-Challenge. Ich habe hier einige 52 Wochen. 52 Wochen, 10 Euro.
passt jetzt nicht, aber mehr Platz habe ich nicht. So. Und Moment mal, wie wollen wir denn sparen ohne Geld? Erklärt mir das mal. Voilà. Und schau mal, das ist das Richtige. Et voilà. Kann ich das hier ein bisschen rauszoomen, damit ihr mehr sehen könnt? Bisschen schwierig. So, oder ich ziehe den Tisch ein bisschen raus. So sieht es noch besser aus, oder? Dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Ja, so lassen wir es doch. Mal so. So. Ich mache, glaube ich, hier nur einen Zehner tatsächlich. Weil ich weiß noch nicht, wie viel Geld ich dann übrig habe für die anderen Challenges. Also machen wir das folgendermaßen. Ich mache nur eins. Und ich mache das so. Ah, das ist so normal. Das habe ich theoretisch, könnte man auch normalen Kuli nutzen, glaube ich. Direkt erstmal rein, damit hier keine Fehlerchen entstehen. Ich glaube, ja, da kann man normalen Kuli nutzen. Plus 10 und dann haben wir schon 10 Euro drin. Ach, ich brauche ja gar nicht den Betrag zu machen. Das finde ich ganz cool von der lieben Minimi. Ich weiß leider nicht, ob ich ihren Vornamen nennen darf. Deswegen sage ich jetzt immer Minimi. Aber dass sie da Eurozeichen noch drauf hat. Da muss man das selbst nicht noch machen. Und mich stört irgendwie diese Lücke hier. Jetzt ist es auf der anderen Seite. Naja. So, da haben wir 10 Euro. Und ich glaube, ich muss es tatsächlich mit... Ich glaube, das ist hier schon wieder... Ich weiß nicht, Leute, ob es an mir liegt. Keine Ahnung. Oder wir probieren mal. Geht doch. Oh, jetzt habe ich schief gemacht. Ich blödi. Das hat gerade irgendwie was Entspanntes. Mir ist aufgefallen, dass ich bei meinem Notgroschen eigentlich so viel sparen will, wie ich eigentlich mit den Spielen insgesamt immer gespart habe, nämlich über 100 Euro die Woche. Und dann wird ja das Video ewig lang. Theoretisch habe ich überlegt, ob ich nicht 2 Spielevideos die Woche drehe. Einmal nur mit dem Notgroschen und einmal mit der Steuer und Sinking Funds und so weiter beim Spielen. Schreibt mir gerne, was ihr denkt. Aber dann könnte ich theoretisch die Wochenabschlüsse nicht mehr drehen, weil es wird zu viel. Ich kann nicht 4 oder 5 Videos die Woche hochladen. So viel Zeit habe ich leider gar nicht. Und auch wenn ich sie habe oder hätte, möchte ich das auch nicht, weil ich brauche auch Zeit für meinen Sohn natürlich und so weiter. Ich denke, da brauche ich mich gar nicht zu rechtfertigen. Schreib mir gerne unten rein, wenn du die Wahl hättest zwischen 2 Sparspiele-Videos und halt den 50.000 Euro Plan, sind ja 3 Videos die Woche, oder Wochenabschluss, Sparspiele-Video und 50.000 Euro Plan, was würdest du wählen? Also der 50.000 Euro Plan und das Spielevideo sind sowieso dabei. Die Frage ist, soll ein zweites Sparspielevideo raus mit anderen Spielen? Weil ich habe echt einiges wieder. Oder sagt ihr, nee, ein Spielevideo reicht uns und dafür ganz lang. Und wir wollen die Wochenabschlüsse. Bitte unten hinschreiben. Weil dann schaue ich mir das an und kann dann abwägen, was mehr so gefragt ist natürlich. So, wir brauchen Lilanes, wir haben keine Lilane mehr. Also muss ich ein bisschen nachfüllen. Ich brauche auch Lila. So, reicht das noch? Dann lassen wir ein Lilanes da. Die Lose sammle ich, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, aber ich habe auch viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen. Ich sammle die Lose, ich mache die auf, zähle durch, das sind jetzt hier 9 plus 6, also 9 plus 3 plus 3 sind 15 Euro und dann wickle ich die wieder ein. So, und dann, ich zeige es euch jetzt einmal, damit ihr es gesehen habt, dann habe ich hier meine Box, wo ich einiges drin habe und hier sind alle Gebrauchten, die ich schon mal benutzt habe. Die tue ich hier rein und irgendwann benutze ich sie wieder und mache eine eigene Challenge für mich. Also, falls ihr das auch so machen wollt, dann verliert ihr nämlich auch nicht und müsst nicht dauernd neue Lose kaufen. So, 15 Euro. Also verliert ihr kein Geld, will ich euch sagen. Und keine Lose.
15 Euro. Hoffen wir mal, dass hier eine 5, ein 5er drin hat. Ich habe ja hier die Platzhalter. Ich glaube, ich habe ganz vergessen, das zu verlinken. Haben wir 5 Euro? Dann nehmen wir diese. So, und hier vergesse ich immer wieder. Ups. Ja, ich kann rechnen, aber da ich mich oft verrechne in meinen Videos, weil ich immer so schnell mache und das Gefühl habe, die dürfen nicht so lange warten, sonst haben sie keine Lust mehr, das Video weiterzuschauen, mache ich immer so Dusselfehler. Deswegen lieber rechnen. So, es geht weiter mit dem 3000 Euro Jackpot. Haben wir hier eine grüne, so zufällig? Ja. Dann sparen wir heute. Wie viel ist denn hier drin? 15. 15 sind drin. Dann sparen wir 35, damit ich wieder ein bisschen Wechselgeld habe. So, es geht weiter mit Januar. Wieso vibriert jetzt mein anderes Handy? Schauen wir uns später. So, der Januar. Da sparen wir mal. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sparen 10 Euro. Der Januar hat 31 Tage und deswegen werden wir auch 31 Euro sparen, weil für jeden Tag gibt es nämlich einen Bereich. So, haben wir hier. Ich versuche gerade nämlich nebenbei mein Handy auf lautlos machen, also das andere Handy. So, damit das euch nicht stört. So, diejenigen, die das hier gekauft haben, da habe ich euch ja versprochen, dass wir sonntags immer gemeinsam ziehen und wir ziehen mal blau. Also ich ziehe blau. Ihr könnt natürlich was anderes ziehen. Bei mir sind die Farben ja sowieso anders als bei euch. Ich musste das komplett ändern. Also es sind die gleichen Farben, aber andere Sprüche auf den anderen Farben. Naja, wisst schon, was ich meine. Obgleich wir von verschiedenen Orten kommen und verschiedene Sprachen sprechen, unsere Herzen schlagen gemeinsam. Und das ist tatsächlich ein Zitat von Harry Potter. Warum habe ich diesen gewählt? Falls es euch überhaupt interessiert. Ich finde, das sagt eigentlich alles aus. Obgleich wir von verschiedenen Orten kommen und verschiedene Sprachen sprechen, unsere Herzen schlagen alle gemeinsam. Wir sind alle gleich, egal woher wir kommen, egal was für eine Sprache wir sprechen, wie wir aussehen. Im Endeffekt haben wir alle ein Herz und alle unsere Herzen schlagen gleich. Und dementsprechend sollten wir auch alle gleich miteinander umgehen. So. Ich habe jetzt nicht einfach willkürlich irgendwelche Zitate genommen, sondern tatsächlich Zitate, die mich berühren, wo ich sage, die geben mir was. Die sagen mir irgendwas. Das sind nicht nur Lebensweisheiten, muss ich sagen, sondern auch Zitate. So, da haben wir plus 5 Euro und ich habe das so gemacht, dass wirklich eigentlich jeder sparen kann, weil ich habe die Beträge nur von 1 bis 5 genommen.
soll ja auch irgendwie Spaß machen und nicht so hohe Beträge sein. Falls es euch doch zu viel ist, könnt ihr auch daraus, wie gesagt, die Hälfte nehmen. Quersumme geht nicht, weil es immer nur eine Ziffer ist. Aber ihr könnt, also ihr könnt ganz viel damit machen. Ihr könnt auch aus 5,50 Euro machen auf 2,20 Euro. Das entscheidest du. So, da haben wir einmal Rotmäntelchen. Und zu dem Thema, weil ich hatte ja mit euch alle Beine durchgezählt für meinen 50.000 Euro Plan. Und da kamen so Fragen auf, ja, wieso bringst du das Geld zur Bank? Man kann der Bank nicht vertrauen und man soll ihr nicht sagen, wie viel man hat und so weiter. Ja, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das tatsächlich. Weil ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass die Bank komplett alles immer über mich weiß. Ich meine, die wissen ja, was ich verdiene. Und wenn ich das Geld dann abhebe, dann kann ich es auch zu Hause sparen. Klar, ihr habt recht. Aber andererseits möchte ich auch keine 50.000 Euro bei mir zu Hause haben. Hätte ich lieber, wenn ich ehrlich bin, so unterm Bett wie die Omis früher. Das fand ich total toll. Also das ist jetzt keine Beleidigung an Omis, falls ihr das auch so macht. Mit dem unterm Bett würde ich auch gerne machen. Und davon abgesehen, dass ich ein Boxspringbett habe und ein Riesenloch unten ist. Ja, nee, das ist mir zu viel Geld zu Hause, das mache ich nicht. Und ich investiere das Geld peu à peu, je nachdem, wenn es für mich passt. Und darüber gibt es auch Diskussionen immer mal, und dass man mir schreibt, tu es nicht. Ich kenne jemanden, der sein ganzes Geld verloren hat, und ich verstehe euch komplett. Ihr meint das nicht böse in dem Moment, wenn ihr mir das schreibt, sondern ihr wollt mich schützen. Das nehme ich überhaupt nicht böse auf, das finde ich total schön. Aber ich bin nicht jemand, der einfach so investiert. Klar, es kann immer in die Hose gehen. Man kann so viel informiert sein, wie man möchte. Es kann immer in die Hose gehen, das weiß ich auch. Und ich trage die Verantwortung, wenn das schiefgelaufen ist. Ich werde euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde kein, ja, was soll ich sagen, ich werde jetzt kein Geheimnis daraus machen. Auf keinen Fall. Ich werde euch, also ich werde jetzt nicht sagen, in was ich investiert habe und wie viel und so weiter, aber ich werde, wobei wie viel werde ich euch bestimmt irgendwann verraten. Ich mache es ja jetzt immer mal. Aber ich kann euch in 1-2 Jahren, kann ich euch ja sagen, was aus dem Geld geworden ist, aber ich investiere es aktuell. Bald werde ich es nicht mehr investieren, wenn es sich für mich nicht mehr lohnt. Dann habe ich es einfach da und gucke, dass ich es irgendwo vielleicht anders anlege und Zinsen dafür kriege oder keine Ahnung, mal schon. So, das nächste Spiel. Also Leo war 5 Euro. Dann haben wir jetzt Celestia. Ich schreibe jetzt nur Celestia. Das heißt, Celestia ist kartenreich. Das ist meine süße Celestia und die ist wunderschön, die Frau. Und ja, ich liebe Rothaarige. Ich wäre auch gerne rothaarig. Ich habe auch ein bisschen rote Haare. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So ein bisschen. Sieht man das? Nein, man sieht nur, dass sie ungekämmt sind, natürlich. Nee, so, aber im Sonnenlicht sieht man das. Im Sonnenlicht. Da konntet ihr jetzt ein bisschen meinen Spliss auch euch anschauen. Wobei, ich schneide sie mittlerweile echt ganz oft. Sieht man das nicht, dass die rot sind, so ein bisschen? Ach, keine Ahnung. So, ihr habt natürlich eingeschaltet, um meine Haare zu analysieren, ist ja wohl klar. So. Ach, ich liebe diese Karten. Ich habe die einmal in so einer Größe, je nachdem, was mir mal geliefert wird, was da ist. Und ich habe die auch ein bisschen größer. Das heißt, mal, also wenn ihr bestellt, mal kriegt ihr die so klein und mal so. Ich glaube, das macht jetzt auch keinen riesen Unterschied. Karten sind Karten, aber ich liebe die. So, oh, ein Joker. Ein Joker. Das heißt, es gibt hier tatsächlich 2 Joker und sonst die anderen 52 Karten. Ich habe jetzt den Joker gezogen. Und ich habe hier auch meine B-Ware genommen, weil ich es hier zu sehr geschnitten habe. Wow, das jetzt auch nicht so wirklich B-Ware ist. Aber ich wollte es nicht verkaufen. Deswegen nutze ich das. So, Joker. Was nehmen wir? Wir nehmen heute mal eine niedrige Zahl. Boah, eigentlich habe ich keine Lust auf Joker. Sorry. Ah, eine 1. Also spare ich 1 Euro. Das habe ich nun davon. Da haben wir 1 Euro drin. Ups. Habt ihr den zweiten Joker direkt gesehen? Das riecht hier so gut, Leute. Ich zeige euch gleich mal. So, kurz mal die Heizung wieder ausgemacht. Also manchmal kriege ich echt Kopfschmerzen davon. Normalerweise lüfte ich einfach, aber ich sitze hier direkt am Fenster. Es wird mir zu kalt. Das mache ich nach dem Video. So, Leute, ich habe es schon mal gezeigt. Unbezahlte Werbung vom Rossmann. So eine riesige. Ich glaube, es ist so Waldbeere oder so Duft. Ich liebe es. Es riecht so gut.
Ich habe noch nie eine Kerze gehabt, die günstig war, also die nicht so wirklich teuer war und die wirklich dafür sorgt, dass es im Zimmer gut riecht. Weiter geht's. Das hier. Ist das da? Bin ich schon sehr gespannt. Was ich jetzt hier, dafür müsste ich ja erstmal. Ich kann echt nicht mischen. Das machen wir hier mal. Wir wollen auch mal ein bisschen professionell hier aussehen. Drück mir die Daumen, dass es klappt und ich mich nicht blamiere. Upsala. Oh, die sind zu neu, die sind so steil. Sieht doch ganz gut aus, oder? Also dafür habe ich einen Daumen hoch verdient. So, reicht, denke ich mal. So, dann machen wir so und so. 24 Euro sollen heute gespart werden. Wie nennen wir das? Wie heißt es denn? Dream Lenormand? Keine Ahnung, ich nenne es Dreamy. Weil so süß ist. Dreamy, 24 Euro. Und jetzt müssen wir hier mal 24 Euro finden. So, da sind die ersten, das erste Geld drin. Und das hier kommt jetzt rein, weil wir es genutzt haben. Die allererste Karte für 2024. Für das Jahr. Also ich denke, das meinte mit 2024. So, der erste Binder ist durch. Das hier lasse ich wie immer zum Schluss. Da muss ich gucken, wie viel Geld ich dann noch da habe. Dann machen wir doch einfach mal hier weiter. Die arabische Nacht. Haben wir hier denn so Schönes? Ziehe ein Los. War das hier das Los dazu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. War das das Los dazu? Ja, ich meine ja. Hier gibt es auch noch mal. Nee, ich hatte hier 1, 2, 3, 4 noch übrig. Hier, das war das. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Arabische Nacht, dann weiß ich's. Sechs und sieben sind 13. Ja, ich mach's wieder zu, mach das hier wieder dran. Upsala, das ist, weil ich es so schnell gemacht habe. Und dann werde ich die, wie gesagt, irgendwann wieder nutzen. Und wie gesagt, könnt ihr auch machen. Auch wenn ihr diese Nupsis bei diesen Zerreißdingern da abmachen könnt, hier bei sowas, könnt ihr es trotzdem immer wieder einrollen. Ich nenne das immer Nupsis. Ich weiß gar nicht mal, ob das das Wort gibt. Wahrscheinlich nicht. So, Luna Emilia. Davon habe ich auch noch zwei andere Challenges. Wenn ich die hier beendet habe, hole ich mir wieder die nächste. Stellen Sie jetzt nur Luna. Oder kommt Luna Emilia wenigstens. Da ist ja genug Platz. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Bei 5 Euro. Kann man hier denn schon was wechseln? 20, 30, 40. Perfekt. 45. Und jetzt haben wir 52 drin, weil hier noch 2 Euro sind.
kam wie gerufen, das Wechselgeld. So, Sudoku. Hier ist mein Platzhalter wieder drin. Hm. 4, 5, 6. 7 darf hier nicht rein, aber sie darf hier rein. Perfekt, hier sind 3 Euro. Sieht doch gut aus. So. Wo ist denn die Lila hin? Wo habe ich sie jetzt hingetan? Machen wir hier weiter. So, das erste Mal würfeln heute. 5 Euro, 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist das Grüne, das sind 1 Euro. Kann man hier schon was wechseln? Nee. So, Spartett. Eine 5. Hier sind 50 km/h, hier sind 80 km/h, also gewinnt das hier und ich spare 10 Euro. Kann nur wechseln. 10, 20, 25. Nein, sieht nicht so aus. Nee, ich sehe es jetzt schon nach den 3 Euro. Fünf spare ich. So, das war Binder Nummer 2. Jetzt fehlt nur noch der letzte Binder. So, dann haben wir hier noch den süßen Weihnachtspaul. Schon wieder. Ich nutze ja mittlerweile hier das süße Mäppchen hier, was ich mit euch schon im Haul geteilt hatte.
irgendwo. Ah, hier ganz unten. So, haben wir 1 Euro und hier nochmal 1 Euro. Dann sparen wir heute insgesamt 2 Euro. Ich werde jetzt in meine Box rein, dann mache ich später weg. So. Machen wir mal auch groß. Weihnachtspaul, darauf gibt es auch 10% von der lieben Minimi. Wie gesagt, der Code ist YT Lady. Also JT für YouTube. So, da sind 2 Euro. So, dann haben wir das Würfelspiel von der lieben Niki. Ups. Eine 6. Haben wir noch hier eine 6? Ja, haben wir. Und ich würde gerne die blau nutzen, weil die hatte ich noch zweimal. Eine doch hier. Das ist hier schon drin. Ich glaube, wechseln geht noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh doch! 10, 20, 30, 40, 50. Perfekt. Immer wenn es fast fertig ist mit dem Wechselgeld, kann ich wechseln. Heute läuft es einfach wie im Schnürchen. Wenn ihr mir auch noch schreibt, dass ich heute keinen einzigen Fehler gemacht habe, bin ich super glücklich. So. Dann haben wir das Schiedwetter. Gerubbelt haben wir schon. Gewürfelt haben wir auch. Lose hatten wir auch. Komm, wir machen Lose nochmal. Habe ich Lust drauf. So, das sind 11 Euro. Wieder wickeln. Die werde ich wieder verwenden. Wie komme ich jetzt auf 6? 11 Euro. Das bedeutet, wir können wechseln. Dann mache ich wegen dem Kleingeld, mache ich das hier, damit das hier nicht gehobelt wird. So, dann haben wir die 5-Euro-Challenge. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie viel ich schon gespart habe. Ich will ungefähr 250 sparen, also habe ich noch 79 circa. So.
hier nicht auch Platzhalter drin? Nee, noch nicht. So, das habe ich bald beendet. Ach nee, das war das gar nicht. Das war das andere bei meinen Spielevideos. So war das. Ich erinnere mich. Nicht bei den Spar-Challenges. 5 und 5 hatten wir. 1 und 6 hatte ich. Hatte ich 6 und 1? Ja. 3 und 6 hatte ich. Und 6 und 3 hatte ich noch nicht. Dann nehmen wir doch das. Oh, seht ihr das? Perfekt. Ach, läuft doch wie im Schnürchen. Super, so kannst du einmal laufen. So. Hierfür habe ich nur noch zwei Lose. Ne, nur noch ein, glaube ich. Ein Los. Habe ich noch irgendwo? Muss ich mir selbst mal anschauen. Irgendwo hatte ich doch noch ein Los, oder? Ja, hier. Und dann habe ich es beendet. Dann einmal habe ich zwei gezogen. So, 4 Euro. Was haben wir dann gespart hier insgesamt? Oh, 90 Euro, genau. Ups, wo ist denn die 0? 24. Was hatten wir jetzt gehabt? Manchmal habe ich echt Hirn wie ein Sieb. So, das hier haben wir beendet. 10, 20, 30, 35. Und wir wechseln hier mal ein bisschen. Weil die brauche ich 10, 20. So, das kommt raus. Die Challenge haben wir beendet. Das war jetzt die mein Herbstzauber. Irgendeinen habe ich noch nicht. Halloween habe ich nicht geschrieben. Erstmal Halloween. Waren 3 Euro. Und Herbstzauber waren 4 Euro. Und hier mache ich jetzt so, damit ich weiß, dass, damit ich mich nächste Woche nicht frage, wo die Challenge ist. So. Machen wir hier 1 und die 3. Weil dann haben wir es geschafft. Plus 4. Und jetzt schaue ich mal, was steht hier. Fabio liebt es, im Laub herumzutollen. Allerdings hat er sich beim Spielen verlaufen. Du kannst die Challenge spielen, wie du möchtest. Sucht Fabio seine Fuchsmama oder macht sich die Füchsin auf die Suche nach dem kleinen Blätterfreund? Wir haben hier, er hat sie gefunden. Ich lasse es mal drin. Vielleicht mache ich die anderen auch noch. Besparen wir noch, damit die Challenge hier nicht umsonst war. Wie habe ich das hier eigentlich immer genannt? Schnells Fuchs. Ganz, ganz spektakulär Fuchs. So, dann haben wir es ja auch. Und uns fehlen aber trotzdem noch Challenges. Und zwar, wo habe ich denn jetzt meinen Ordner hier? Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Toll. Jetzt muss ich nochmal von vorne erzählen. Es tut mir leid, Leute.
So. So, ich habe 58 und habe noch diese Challenge und noch zwei andere. Dann machen wir hier doch die 8. Wo haben wir hier die 8? Hier. So, hier sind schon mal 3. Dann kommen hier noch 5. Plus 8, dann haben wir 50 Euro für meine beiden letzten. Und zwar der 100 Envelope Challenge und meiner Box. Die hole ich jetzt mal. So. Was machen wir? Dann machen wir mal 40 Euro hier rein oder bei der 39. Upsala. Ich mache da 40 Euro rein. Das sind ganz schön viele Fünfen. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Ups, ne? Das Video ist in der Infobox verlinkt, wie ich das hier gebastelt habe. Und zwar ganz einfach und ganz günstig, wie ihr die Sachen kriegt. Könnt ihr euch gerne anschauen. So, da haben wir, muss ich mich wieder hinsetzen, 40 Euro hier drin. Und hier kommen dann 10 Euro rein. Und wenn wir alles gerechnet, richtig gerechnet haben, ich mache mal hier unten ein bisschen für das Neue einziehen. Wer jetzt noch mitgucken möchte zur Überprüfung, ob ich alles richtig gemacht habe, der kann noch dranbleiben. Ansonsten, wenn du es nicht mehr möchtest, dann hinterlass doch gerne einen Daumen hoch da. Und falls du meinen Kanal nicht abonniert hast, dann unterstütze mich doch bitte damit. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. So. So, das stimmt. 250 Euro wollte ich ungefähr sparen. Wenn es ein bisschen mehr oder weniger gewesen wäre, ist nicht schlimm. Aber so gefällt es mir sehr, sehr gut. Und das Letzte, was ich hier noch mit euch machen werde, ist hier auf jeden Fall noch die Linien zu ziehen, damit das hier noch was aussieht. Mal die bis nach unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch was. Und ein paar Challenges beende ich ja auch schon bald, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Eine habe ich ja heute beendet. Deswegen sehen wir ja den Strich. Ich hasse das. Und deswegen brauche ich ein langes Lineal. Wie gesagt, ich habe schon eins gekauft, aber ich habe es vor dem Kleinen versteckt erstmal. Ich muss mal gucken, wo ich es verstecke. Manchmal verstecke ich Sachen vor ihm und weiß dann selbst nicht mehr, wo sie sind. Da habe ich sie mehr vor mir selbst versteckt als vor ihm.
So, und wir machen das hier noch ganz schön. Und weil ich so schön kitschig bin. Ach, Moment, Leute, ich habe was vergessen. Das lege ich einfach mal hier runter. Wir haben was vergessen. Und zwar tragen wir das hier ein. Weil ich so oft gefragt wurde für euch, alles, was jetzt in meinem Shop ist, ist ab 2024 natürlich. Das mache ich schon seit Oktober, November so in dem Dreh. So, das haben wir gespart. Und was ich hier noch machen möchte, ist auf jeden Fall, wenn ich die Seite finde, was passt denn? Das könnte ich eigentlich nehmen. Das da. Oh. Das würde eigentlich am besten passen, weil das auch so aussieht. Da sind da nicht zwei zu viel. Wisst ihr was? Ich lasse es erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.